Ja, hallo, hier ist der Roland nochmal. Diesmal will ich zeigen, wie man anhand des Tutorials in meinem Blog den 5x5 lösen kann. Vorhin habe ich schon gezeigt, wie es mit dem 4x4 geht. Und für beide verwende ich ja die Hoya-Methode. Und deswegen gibt es da einige Parallelen, aber eben gerade beim Kantenpaaren gibt es auch ein paar Unterschiede. Und deswegen machen wir jetzt wahrscheinlich drei Durchgänge mit diesem. Mal gucken. Und schauen, welche speziellen Fälle dabei auftreten. Ja, ihr findet das im Blog auf www.freshcuber.de. Klickt dann hier auf Zauberwürfellösungen und dann ist hier irgendwo das Tutorial für den 4x4 und den 5x5 verlinkt. Und da werden die Sachen ausführlich beschrieben. Ich zeige einfach jetzt nur mehrere Durchgänge. Im Gegensatz zum 4x4, der ja keine festen Mittelsteine hat, wo man also sehr aufpassen muss, dass man die Reihenfolge der Centerfelder richtig macht, haben wir das Problem auf dem 5x5 nicht, denn da gibt es ja immer genau in der Mitte einen Stein, der mir anzeigt, welche Farbe auf die Seite gehört. Ja, wird Zeit zum Mischen. So, das soll erstmal genügen. Was ich vorhin schon sagte, wir können immer an dem Mittelstein, genau wie auf dem 3x3, erkennen, welche Farbe hier hinkommt. Also das wird mal die blaue Seite, das wird mal die orange Seite. Und im Gegensatz zum 4x4 muss man allerdings jetzt hierbei berücksichtigen, dass es verschiedene Sorten von Centersteinen gibt und auch verschiedene Sorten von Kantensteinen. Die sind mechanisch hier gleich. Es gibt vier gleichfarbige Center, die auch im Prinzip beliebig ausgetauscht werden können. Hier gibt es aber solche, also wir gucken jetzt nur auf diesen inneren 3x3 Center-Block und da gibt es solche Center wie der grüne, die auf einer Eckposition stehen oder hier dieser orange oder der gelbe oder der weiße. Und es gibt eben auch Center, die auf so einer Kantenposition unter den Centern stehen. Also das nennen wir Eckcenter, das nennen wir, glaube ich, Kantencenter. Ja, beginnen wir, den zu lösen. Also das Gleiche wollte ich noch eben sagen für die Kantensteine. Da gibt es mittlere Kanten und es gibt solche äußeren Kanten. Manche nennen die auch Wings auf Englisch, also Flügel. Also ich würde eher sagen äußere Kanten, die erst so an die Mittelkante angrenzen. Die Mittelsteine, die mittleren Kanten sind genau wie beim 3x3 eigentlich ja nicht fest, aber es kann nicht eine einzelne gewendet werden. Das kann aber sehr wohl, können zwei solche so geflippt werden. Das werden wir später kriegen, den Fall. Fangen wir einfach erstmal an, dann wird einiges hoffentlich noch klarer und wie gesagt, die ausführlichen Erklärungen sind noch da. Genau wie beim 4x4 gilt, wir beginnen mit einem der Center, die hier auf der mittleren Ebene stehen beim Lösen. Ne? Also rot, grün, orange oder blau. Mit einem dieser Center beginnen wir, auch wenn das hier schön aussieht mit weiß, da fangen wir nicht an. So, zuerst bilde ich so eine Reihe. Also wie ihr seht, fangen wir diesmal mit grün an. Und jetzt müsste ich dann hier auf der mittleren Ebene die nächste Reihe bilden. Und da kann ich jetzt zum Beispiel mir natürlich überlegen, dass ich die hier in der linken Reihe bilde. Weil hier der steht schon oben links. Das heißt, den kann ich über den Mitte links hier drüber drehen. Jetzt suche ich noch einen dritten. Finde ich gerade keinen. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier den rüber drehen und kippen und dann hin tun. Das wäre die eine Möglichkeit. Es gibt aber noch eine elegantere, würde ich sagen. Und zwar, wenn wir uns angucken, der vierte ist ja hier oben. Und der würde so genau dahin passen, wenn ich den runterdrehe. Das heißt, um jetzt hier diese Center-Reihe ja, einzubauen, gehe ich runter, drehe jetzt die drei zusammen rein und gehe wieder hoch. Jetzt haben wir schon zwei Center dort. So, den nächsten Center bilden wir wieder um den Kantencenterstein. Der steht jetzt links, das heißt, dann würde ich sagen, stellen wir den auch nach links und können die hier übereinander bringen. Und jetzt kann man hier suchen und suchen und suchen. Der vierte hat sich woanders versteckt, der ist nämlich gerade auf die Unterseite gewandert. Das heißt, dann hole ich ihn da erstmal hoch. So, und jetzt kann ich ihn auf der mittleren Ebene mit denen zusammenbringen und hier oben auch hinstellen. So, jetzt haben wir das erste Centerfeld gelöst. Das nehmen wir jetzt nach unten und machen hier die Gegenfarbe. Also blau sieht man ja schon an dem Mittelstein. So, dann baue ich auch jetzt hier erstmal eine Linie. Dann baue ich hier unten eine von den seitlichen Centerlinien. Jetzt kann ich die nicht einfach hochdrehen, denn dann geht mein Grün ja kaputt. Also wieder den runterdrehen, die gelösten rein und wieder hoch. Und jetzt bauen wir die letzte Center-Reihe. Der steht diesmal rechts, dann stellen wir das einfach so.
und stellen den auch nach rechts, dass das so drüber passt. Auch jetzt kann ich den natürlich nicht einfach so hochdrehen, also muss ich die erst auf einer Seite halten, damit ich jetzt die freien Plätze runterdrehen kann, den reindrehen und die freien und dann das gelöste wieder hoch. Dadurch ist der grüne wieder in Ordnung und der blaue neu gebildet. So, die halten wir jetzt rechts und links. Und nun machen wir auch hier mit Weiß erstmal diese mittlere Centerlinie. Das heißt, hier muss noch so ein Kantencenter hin. Kann ich mir hier eins holen. Und dann stelle ich das senkrecht, denn ich mache hier diese ganze Zeit diese Moves. Das ist es ganz gut, wenn die gelösten senkrecht stehen, damit die nicht wieder kaputt gehen. So, hier ist zum Beispiel schon so eine schöne Zweiergruppe. Dann drehe ich den dritten daneben, stelle die auf die Seite. Also auch senkrecht, kann ich das hier mit zusammenbringen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel eine weiße. Hier ist der dazu passende Kantencenter. Das heißt, dann kann ich die hier schon mal schön zusammenbringen. Stelle ich immer so. Und tue die dann auf die linke Seite, damit es hier mit passt. Noch kann ich ja hier, habe ich ja noch keine weiteren Center gelöst. So, nach dem dritten, der ist immer weiß, machen wir den vierten, in dem Fall rot. Sieht man ja an dem Mittelstein. Und hier muss also rot hin. Hier ist kein Kantencenterstein, den ich holen kann. Gehe ich also noch eins tiefer. Da ist einer. So, jetzt habe ich hier die Reihe. Stell die senkrecht. Und jetzt bietet sich das zum Beispiel an, diese beiden so zu stellen. Und oben rechts, der fehlt ja hier noch in dieser Reihe. Hier ist einer oben rechts. Das heißt, ich kann jetzt hier mit runtergehen, eine Dreierreihe bilden. Das rechts reindrehen und hoch bewegen. Und dann habe ich hier schon zwei reingeschafft und weiß es auch wieder in Ordnung. So, hier haben wir zum Beispiel, haben wir jetzt die Möglichkeit, die so erstmal als Reihe hinzulegen. Dann hier müssen sie ja hin, abholen, reindrehen und wieder schließen. Damit haben wir vier Center gelöst. Das ist ja der Trick bei der Heuer-Methode. Erst vier Center lösen. Und die zwei ungelösten nutzen wir jetzt, um also diese Kanten, weißen Kanten zu lösen. Hier steht gerade schon die orange, also diese zentrale Kante mit orange-weiß steht vorne. Das ist schon mal gut. Dann suche ich mir eine von den äußeren orange-weißen. Die müsste ja dahin. Und jetzt genau wie auf dem 4x4 auf Seite stellen, den Slot öffnen, reindrehen, schließen. Einziger Unterschied, ich muss jetzt hier noch eine dritte reintun. Aber das Prinzip ist dasselbe. Und sie verstecken sich ein bisschen besser, wie ihr seht. So, jetzt steht die auf der linken Seite. Wenn ich also jetzt hier öffne, kippt die mit weg. Das heißt, ich müsste dann so nur den inneren sozusagen öffnen. Kann ich hier reindrehen und nur wieder den inneren schließen. Ich hätte sie auch erst auf die andere Seite stellen können. Ja, so, da ist Orange. Das heißt, jetzt könnte ich kurz gucken, ob ich auf die Schnelle den blauen finde. Ne, ich finde es besser, gerade mal den grünen. Dann machen wir diesmal mal links rum. Das heißt, links von Orange kommt der grün. Na, wir sind da nicht festgelegt. Hauptsache, relativ zueinander stehen die richtig. Aber in welcher Reihenfolge ich die mache, ist eigentlich egal. Da kommt grün hin. Und ja, der hat sich auch ganz gut versteckt. Holen wir den mal eben nach oben. Da ist er. Der steht aber mit der weißen Seite nach oben, den muss ich also auch erstmal wieder wenden. So. Da ist der zweite, der steht wieder richtig rum, also weiß nach vorne. Seite stellen, öffnen, reindrehen, schließen. So, links davon kommt rot, der steht schon gerade da, griffbereit. Und hier ist der rechte. Hier ist der linke. Stelle ich also nach rechts, tue den da rein. Und jetzt bleibt nur noch blau. Und nee, den holen wir andersrum nach oben. Dann können wir den nämlich direkt einbauen und müssen ihn nicht erst noch wenden. Ja, dann hier der letzte. Und damit haben wir das weiße Kreuz fertig. Wenn wir es jetzt ausrichten, sehen wir, ob es wirklich passt. Ob wir die Reihenfolge richtig gemacht haben. Aber alles wunderbar. So, die beiden ungelösten müssen wir jetzt noch lösen. Also erstmal das Kreuz in Sicherheit bringen. FL. So, dann können wir hier zwar schon mal diese gelbe Dreierreihe einbauen.
So, wenn ihr das hier habt, dass hier nur noch zwei einzelne so stehen, dann stellt ihr die, wie es jetzt gerade ist, möglichst nah aneinander, also unten rechts und hier oben rechts. Und dann macht ihr einfach den Sunit-Zug, greift aber für R und R' immer die doppelte Ebene. Es geht sicherlich auch noch schneller, aber ich finde, den Sunit-Zug kann man eh auswendig. Und wenn man die Position hat, macht man R, U, R' U, R, U, 2, R' und hat die Center gelöst. Muss jetzt den Vorbereitungszug aber noch zurücknehmen, also L-Strich, F-Strich. Und jetzt haben wir alle sechs Center gelöst und das weiße Kreuz auch schon fertig. Bis dahin heißt das Hoya-Methode. Und jetzt müssen wir also die anderen acht Kanten lösen. Und diese anderen acht Kanten, da macht man kann das Kante für Kante machen, aber braucht man eigentlich nicht. Man muss nicht jedes Mal danach wieder die Center genauestens reparieren, sondern man kann die so verdreht lassen, weil unsere drei Züge, die wir haben, zum Kantenflippen oder Kante rückwärts oder vorwärts einbauen, die verändern diese Center nicht. Das heißt, selbst wenn die in solchen Streifen sind, können wir die jederzeit wiederherstellen. So, fangen wir an mit dem Kanten zusammenbringen, also Kantenpaarung jetzt aber eben immer mit rein. Hier ist zum Beispiel die blau-gelbe. Da ist die muss dann so rum eingebaut werden, dass sie hier oben steht, denn ihr seht, die beiden passen ja nicht zueinander. So, das heißt, ich tue die jetzt so rum rein, rückwärts einbauen. Und da stehen sie zusammen. Und die muss jetzt in die untere Reihe, damit die da drunter kann. Das heißt, die muss ich vorwärts einbauen. F, R-Strich, F-Strich, R. Und jetzt kann ich alle übereinander bringen und hier oben irgendwo parken. Wenn ich jetzt zufällig schon gerade sehe, mit welcher ich das ersetzen könnte, zum Beispiel, hier ist der grün-gelbe oben. Das heißt, wenn ich das hier mit ersetzen tue, den nach unten, dann steht der schon mal gar nicht so schlecht. Aber man kann es auch mit irgendeinem beliebigen ersetzen. Jetzt kann ich die übereinander stellen. Wie gesagt, die Center lassen wir einfach im Moment immer so in Streifen. Das ist dieses Free-Slice-Verfahren. Jetzt fehlt für diese beiden zum Beispiel hier noch die Mitte. Die muss ich so rum einbauen, rückwärts, dass das Gelb hier steht, damit es dann, wenn es gedreht wird, darüber kommt. Das sieht man mit der Zeit. So, jetzt braucht es nur noch darüber und da ist das nächste Pärchen gelöst. Ja, entweder mit irgendeinem ersetzen oder ich ersetze es jetzt mit irgendeinem. Mal gucken, ob das geschickt war. So, da ist der dazwischen muss und der muss so rum dazwischen. Zack, Pärchen gebildet. Pärchen irgendwo oben parken. Gut. Ja, hier ist eine schöne Sache. Da ist also die stehen ja zwar zusammen, aber falsch. Das ist der nach oben gehört. Jetzt kann man folgenden Trick machen. Ich stelle die so untereinander, denn die passen. Jetzt flippe ich dieses und dadurch stehen die oben. Und wenn ich dann hier zurückschiebe, passt sogar der. Also so rüber. Jetzt kann ich hier flippen. Jetzt hat sich diese Kante gewendet und jetzt kann ich den drunter schieben. Nächstes Pärchen gelöst. So, hier habe ich wieder zwei. Und da haben wir jetzt den Fall, unser mittlerer Kantenstein hier passt nicht dazwischen. Ich könnte den jetzt hier einfach drehen. Dann passt er dazwischen. Wäre jetzt die eine Möglichkeit. Jetzt haben wir aber Folgendes. Wir haben gar keinen Parkplatz mehr. Da haben wir eben nicht drauf aufgepasst. Hier oben sind schon alle besetzt. Das heißt, das war jetzt schön, dass das ein Kantenpärchen ist, aber das geht uns jetzt leider doch wieder verloren. Denn ich muss erst die Center reparieren und kann jetzt neue Parkplätze auf der Oberseite schaffen, indem ich hier hinten zwei gelöste einbaue. So, jetzt ein gelöstes drin und hier auf die linke Seite auch. Das kann man natürlich auch vorne machen, wenn man das hinten nicht so gut kann. So, jetzt habe ich wieder zwei Parkplätze frei und ich habe sozusagen, also die zwei ungelösten hier und nur noch hier die vorne, um die muss ich mich kümmern. Hinten, das lasse ich einfach ab sofort jetzt intakt. Also auch die Center bringe ich jetzt nach jedem Kantenpaar erstmal wieder in Ordnung. So, jetzt müsste man hier zum Beispiel ja den grün-roten, der hier ist, dazwischen kriegen. Kann man ganz einfach machen, indem ich das hier rüber drehe, den grün-roten jetzt so rum einbaue, wie er stehen muss. Und wenn ich jetzt zurückschiebe, bildet sich hier das Pärchen. Das ersetze ich jetzt durch irgendeins da oben.
So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel wieder den Pfeil, den wir eben schon mal hatten. Der steht falsch rum. Ich bringe die hier zusammen. Jetzt drehe ich das, also flippe. Und dann drehe ich das zurück. Dann hat sich das auch gebildet. Jetzt fehlen, glaube ich, nur noch zwei. Und wie das auch beim 4x4 ist, die letzten zwei, die muss man nicht diagonal stellen, sondern eher so, dass die hier jetzt zum Beispiel die rot-gelben unten sind und die orange-grünen oben. Also so im Prinzip etagenweise. Klar überschneidet sich das in der Mitte, aber das macht nichts. So, jetzt haben wir hier den, der hier dran passt. Jetzt können wir das wieder flippen und dann stehen die beiden ja oben und dann kommt der dritte automatisch dann auch richtig rum drunter und links auf der Seite ist dann der Center auch gelöst. So, damit haben wir also jetzt die Kanten fertig gelöst. Und wir können ihn jetzt wie 3x3 lösen. Was wir schon festgestellt haben jetzt gerade, es ist nicht am Ende zu Parity gekommen. Es gibt manchmal eben den Fall, dass dann hier zum Beispiel die beiden äußeren noch getauscht werden müssen. Bei einem einzelnen Kantenpaar haben wir jetzt nicht. Der ist vollständig gelöst, also wird er diesmal auch ohne Parity aufgehen. Wir können ihn also jetzt wie ein 3x3 lösen. So, da könnt ihr euer eigenes Lösungssystem nehmen oder das aus meinem Blog, wie auch immer. Ich mache jetzt hier so im Prinzip Friedrich. So, allerdings, wie ihr seht, naja, ich kommentiere es nicht. So, das war F2L. Jetzt haben wir hier oben drauf noch die obere Seite zu klären. Und jetzt nur noch ein U-Perm. Na. So. Und damit ist er gelöst. Das war der erste Durchgang. Wir machen jetzt noch einen und gucken mal, ob dann noch ein paar Sonderfälle bei den letzten Kanten oder wenn eben Parity auftritt, dabei sind. Also mische ich jetzt nochmal. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich den Würfel soweit gemischt. Und ja, guck mal kurz drüber, mit welcher Farbe ich anfange. Hier ist zum Beispiel ich beginne ja am liebsten mit so einer mittleren Reihe und wir haben ja gesagt, nicht gelb und nicht weiß, sondern rot, grün, blau oder also rot, grün, orange oder blau. Und hier kann man zum Beispiel, ups, falsch rum, so ganz gut schon so eine rote Reihe bilden. Also fangen wir mal wieder mit rot an. Und das halten wir jetzt oben und gucken jetzt mal, wie wir da jetzt die nächsten roten drin kriegen. So zum Beispiel hier kann ich in der linken Reihe das bilden und hochdrehen einfach. Noch ist ja unten nichts, was kaputt geht, also kann ich es einfach so hochdrehen. Jetzt nehme ich rot nach unten und mache hier oben orange. Auch da erst wieder die mittlere Reihe. So. Und dann kann man hier zum Beispiel die nächste Reihe bilden, da einbauen. Das haben wir jetzt schon oft genug gezeigt, glaube ich. So, sind schon zwei von Orange. Jetzt haben wir hier wieder so ein bisschen spezielleren Fall. Wenn ich das jetzt so stelle, kommen die leider nicht zusammen. Kann ich mir also sparen. In dem Fall würde ich den doch erstmal auf die untere, also auf eine freie Seite legen und dann hier in Ruhe das Pärchen bilden. Und jetzt kann ich es einbauen und darauf achten, dass Rot nicht kaputt geht. Also mal öffnen, schließen. Gut, das waren jetzt die ersten beiden. Die halten wir außen und machen jetzt hier Weiß als dritte Farbe. Jetzt ist Weiß da nicht gerade schon sehr viel passiert, aber das geht trotzdem. Und hier stand, habe ich gerade gesehen, ist schon der nächste, zufällig schon entstanden. Und hier haben wir jetzt noch drei Stück. Ich würde das jetzt so machen, dass ich die beiden äußeren daneben stelle. Den so rumdrehe, dann kann ich so die Reihe bilden, stelle die nach links, denn die anderen beiden stehen ja rechts und Mitte. Okay, blau. So, in dem Fall, ja, machen wir so. Hier ist ja, wenn wir jetzt hier einen reinstellen, dann haben wir direkt schon zwei Reihen fertig. Und das würde ich sagen, mache ich so, dass ich hier diese Reihe abhole. Und dann habe ich schon zwei Reihen gelöst. Stelle die senkrecht. Den stelle ich auch so, dass er jetzt, wenn ich runterfahre, mit dem zusammenkommt. Also machen wir so. Ne, das war auch nicht geschickt. Egal. So, ich kann jetzt hier
Folgendes machen. Der müsste ja hier auf den unteren Platz, damit es dazu passt. Kann ich hier nicht machen, dann gehen die ja weg. Ich kann aber eins weitergehen, den jetzt nach unten stellen. Jetzt wieder zurückgehen, diese blaue Reihe abholen und mit nach oben nehmen. Also da werdet ihr mit der Zeit flexibler und schneller. Da kann man jetzt nicht jeden Sonderfall einzeln erklären und einen Algorithmus zu veröffentlichen, sondern da bekommt man einfach mit der Zeit eine gewisse Flexibilität. So, damit haben wir die vier Center fertig. Dann halten wir weiß nach unten und die beiden ungelösten nach vorne und nach oben. Und hier sehen wir zufällig schon, haben wir schon zwei weiße zusammen. Das heißt, dann fange ich mal mit Orange an, stelle die erstmal hier unten hin und tue den dritten da auch rein. Dann kommt, neben Orange kommt Blau, steht schon da. Können wir also nutzen. Da ist der blaue. Öffnen, reindrehen, schließen. Und dann kommt der nächste blaue, der hat sich da ganz unten versteckt. Holen wir ihn nach oben. Da ist er. Und da kommt er rein. Und dann können wir jetzt hier rechts daneben schon direkt rot stellen und hier rüber holen. Das ist die mittlere, immer mit der mittleren Kante. Fast immer, würde ich sagen, fangen wir mit der mittleren an. Es gibt vielleicht einen Sonderfall. Ich hoffe, der kommt mal. Ich könnte ihn auch gleich mal konstruieren. So, hier ist die rot-weiße für diese Seite. Jetzt sehe ich hier gerade, dass hier schon zwei grüne sind. Ups. Baue ich die doch direkt mal eben schon mal da ein. So, jetzt holen wir den letzten roten rauf. Und da ist er. Und jetzt brauchen wir nur noch den einen grünen, der noch fehlt. Und damit haben wir das weiße Kreuz, FL und die gelbe Seite machen. Haben wir wieder diesen Sune-Fall. Und L-F-. Damit haben wir jetzt alle Center gelöst und das weiße Kreuz am Platz. Jetzt kommen wir wieder zum berühmten Edge-Pairing der anderen acht Kanten. Ja, was man hier zufällig dann jetzt direkt sieht, ist blau-gelb ist hier so gerade falsch rum angeordnet. Hier steht aber schon der dritte. Das heißt, wenn ich den dahin stelle, kann ich die direkt zusammenbringen, einmal flippen und den drüber stellen. Habe ich das erste Pärchen gelöst. Und wenn ich das jetzt nicht durch irgendeinen ersetze, sondern zum Beispiel durch den, der hierzu passt, nämlich hier stehen schon die beiden paarweise. Dann habe ich nicht nur das Pärchen hochgebracht, sondern direkt schon die perfekte Ausgangssituation, um das nächste Pärchen zu bilden. So. Also zu lange Rumgesuche lohnt sich nicht. Ich habe jetzt gerade geguckt, wo der dritte ist, ob der auf der oberen oder auf der unteren Reihe ist. In dem Fall habe ich ihn da hinten gesehen. Jetzt kann ich hier das dritte Pärchen bilden. Da der hier steht und der hier, würde ich diesmal rückwärts ersetzen. Kann ich die schon nebeneinander stellen. Und gucken, ob ich da den dazwischen drehen kann. Seht ihr, klappt aber leider nicht. Also drehe ich das erstmal um. Und jetzt kann ich ihn dazwischen stellen. So, Pärchen gelöst. Einen ungelösten einbauen. Und jetzt sind oben alle Parkplätze besetzt. Jetzt sollten wir also dann hier die Center reparieren. Und für zwei neue freie Parkplätze sorgen, indem wir hinten zwei gelöste Kanten einbauen und dadurch oben zwei ungelöste Kanten wieder hinkommen. Jetzt sind hier hinten die gelöst, diese hier. Und ich habe jetzt nur noch diese zwei und diese zwei im Blick zu behalten. Da muss ich allerdings jetzt so vorgehen, kann ich nicht mehr Freeslice machen, sonst gehen ja hinten die Kanten auseinander. Also mache ich jetzt, dass ich erst sozusagen. Der hier muss ja dahin, damit das hier sich mal auseinander bewegt. Das heißt, ich drehe erst den Platz rüber, wo der hin soll. Jetzt drehe ich den da rein. Und wenn ich jetzt zurückslice, kommen die schon mal zusammen. So, das gleiche mache ich jetzt hier auf der unteren Ebene. Ups, ich drehe den rüber. Da soll der ja hin. Dann baue ich den so rum ein, dass der nach unten kommt. Und wenn ich jetzt die Center schließe, kommt auch das Kantenpärchen zusammen. So. Ja, welchen ich jetzt einbaue, ist im Prinzip gerade egal. Jetzt haben wir hier sowas hier. Das heißt, da würde ich sagen, stelle ich jetzt erstmal den hier rein.
Und zwar so rum. Denn die kann ich jetzt hier übereinander stellen und mit diesem komischen Ding hier ersetzen. Und wenn ich jetzt zurückslice, jetzt habe ich noch zwei zu lösen. Allerdings bei den letzten zwei, wisst ihr ja, sollten die jeweils nicht diagonal stehen, sondern unten. Das heißt, hier muss ich erstmal flippen. So. Jetzt stehen die mit Gelb, die stehen unten und die mit Rot stehen oben. Jetzt kann ich hier rüber drehen, wieder flippen und wieder zurückdrehen und dann ist das gelöst. Und wieder zurück. Ja, jetzt ist es wieder ein 3x3, also nichts Besonderes mehr zu erwarten, denn wir hatten schon wieder kein OLL-Parity. Also das Kreuz gerade nochmal ausrichten, das hatte ich mir gerade verstellt. Und wie ein 3x3 lösen. Und diesen und so. Damit ist er gelöst. Ich würde sagen, einen Durchgang machen wir noch. Ich mische jetzt nochmal und wir könnten ja mal, damit es ein bisschen deutlicher wird, uns nochmal hier ein bisschen entlanghangeln. Gut, der Anfang ist uninteressant, aber hier zumindest dann, wo es um Free Slice geht, wo dann Schritt 4, die restlichen 8 Kantenpaare, da habe ich ja etliche Tipps gegeben für die 4x4s, aber hier steht ja, stehen die Züge für Free Slice. Die wir da anwenden. Und speziell auf diesen Sonderfall wollte ich gleich nochmal eingehen. Das hatten wir jetzt gerade hier, dass wir dann die letzten beiden zu lösenden Kanten so etwas übrig bleibt, dass ich dann den roten darüber schiebe, das flippe und dann wieder zurückschiebe. Aber den Fall hier hatten wir noch nicht und wenn er jetzt nicht auftritt gleich, dann werde ich ihn eben mal künstlich herbeiführen. Jetzt erstmal mischen. So, das sollte genügen. In dem Fall würde ich sagen, mit Grün anfangen. Hier stehen schon zwei ganz schön. Tun wir den dritten dazu. Und dann bauen wir Grün weiter. So zum Beispiel die Reihe bauen wir hier links und können es hochdrehen. Erstes Centerfeld fertig. Dann das Gegenüber, da haben wir sogar Glück, da ist gerade schon diese blaue Reihe entstanden. Dann machen wir, also wir fangen ja immer mit der mittleren Reihe an. Dann machen wir jetzt hier direkt die nächste, so eine von den Außenreihen. Jetzt kann ich die nicht einfach hochdrehen, ist klar, ne, weil dann grün auseinander geht. Also freie Reihe runterdrehen, die gelösten einbauen und wieder schließen. So, dann haben wir hier direkt die nächsten zwei blauen. Da können wir die Reihe bilden, auf die rechte Seite stellen, also auf eine Seite jedenfalls stellen, damit ich die freien runterdrehen kann, ohne dass die abtauchen. Dann reindrehen und wieder hoch. Dann haben wir zwei Center gelöst. Der dritte Center heißt weiß. Haben wir auch Glück, schon die Reihe da. Und das heißt, wir könnten jetzt hier um diesen zum Beispiel die entsprechenden Ecken stellen. So, das heißt, ich stelle die unten rechts hin, weil dann bei unten rechts passt das hier. Dann bringe ich die daneben. So, der ist unten links. Unten links fehlt er noch. Das heißt, ich kann die runterdrehen, direkt reindrehen und wieder schließen. So, das war die dritte. Jetzt kommt hier rot hin. Mache ich jetzt mal so. Na, so rum. Haben wir die rote Reihe. Dann tun wir die drei roten hier hin. So, jetzt kann ich hier die drei bilden und auf Seite stellen. Ich kann es aber auch in einem Durchgang machen. Da würde ich jetzt Folgendes machen. Ich stelle den kurz auf Seite. Tu die drei, wo es hin soll, hier hin. Tu den nach oben rechts. Geh einen weiter, hol die ab und kann die jetzt alle zusammen hochdrehen.
So, das waren die ersten vier Center. Jetzt wieder weiß nach unten und die beiden ungelösten nach vorne und rechts. Und jetzt kommt wieder unser weiße Kanten-Pairing. So, leider ist noch keine von diesen mittleren hier mit weiß. Allerdings hier ist zum Beispiel direkt schon eine zu sehen. Fangen wir halt mal mit Blau an. Wichtig ist, nicht jetzt einfach hier beginnen, dann machen wir nämlich den roten Center kaputt, sondern erst unter den Arbeitsplatz stellen. So, Blau. Wo ist die nächste Blau-Weiße? Da ist sie. Dann kann sie da rechts rein. So, jetzt kommt als nächstes Rot. Oder, falls ich einen anderen sehe, ich würde sagen, Rot ist ganz gut. Immer erst den mittleren. So, die steht falsch rum. Das heißt, wir müssen erstmal wenden, mit doppelt durchdrehen und wieder schließen. Dann auf Seite stellen und einbauen. Da ist schon die nächste. Ich hatte vorhin bei dem Durchgang gesagt, dass man immer oder fast immer mit der weißen anfängt. Aber eben nicht wirklich immer. Denn es gibt manchmal den Fall, dass hier stehen zum Beispiel die beiden orange-weißen, stehen so perfekt, dass man die doch besser erstmal hier unten einbaut und bearbeitet und den weißen dazwischen mogelt. Wäre ja schade, wenn ich die jetzt sozusagen wieder zerschieße, wo die doch schon beide da sind. Nur damit ich dann mit dem Weiß-Orangen angefangen habe. In dem Fall geht es ganz einfach so, wenn ich den mittleren dann mit Weiß nach oben drüber stelle und jetzt drehe ich den mittleren Slice nach oben, dann stehen die immer noch hier. Jetzt kann ich den reindrehen und dann tue ich den mittleren Slice wieder nach unten. Na, also ich zeige es nochmal ganz kurz. Das war die Ausgangssituation. Ich habe erst die beiden Weiß-Orangen drin und stelle den mittleren so drüber, dass er das nach oben zeigt und jetzt öffne ich die Mitte, drehe ihn rein und schließe die Mitte wieder. Wie gesagt, das ist der Ausnahmefall, dann, wenn man schon erst diese beiden äußeren Kanten drin hat. Hier haben wir jetzt wieder erst die grünen, also die mittlere Kante mit grün. So, da hinten ist der schon auf der Seite, allerdings auf der näher liegenden Seite, also auf der Seite, wo ich öffne. Das heißt, dann kann ich jetzt beim Öffnen nur diesen inneren Slice hier drehen. Ne? Wenn er hier drüben stehen würde, könnte ich beide packen. Aber wenn ich hier jetzt so beide packe, geht er ja mit weg. Also öffne ich nur den inneren Slice, drehe den rein und schließe nur den inneren wieder. Da hinten ist der letzte. Den kann ich jetzt wieder auf die bequemere Seite stellen, also die weiter entfernte, damit ich beide öffnen kann und reindrehen. So, jetzt haben wir unser weißes Kreuz. Rot, Grün, Orange, Blau, alles richtig. Jetzt müssen wir die beiden Center wieder lösen. Also FL und dann kann man hier zum Beispiel so machen. Und nee, das ist jetzt noch nicht so geschickt. Dann machen wir es. Quatsch, machen wir es so. Machen wir doch wieder diese Sune-Methode. So, die beiden mit Sune. Lösen und den Vorbereitungszug FL wieder wegnehmen, also L-F'. So, jetzt kommt wieder unser berühmter 8-Kanten Freeslice-Teil. Hier stehen schon zwei sehr schön richtig. Da ist der dritte. Baue ich den so rum ein, dass ich den dazwischen stellen kann. So, dann würde ich sagen, tun wir den. Das passt nämlich hier sehr schön. Und da hinten ist auch der dritte. Also zweite Kante gelöst. Hier ist orange-gelb, da auch. Die passen aber leider nicht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hingehen und den einfach durch den anderen orange-gelben ersetzen, denn dann passt es ja. Und dann den dritten dahin holen. So. Und durch irgendwas ersetzen. Durch ein ungelöstes. Und jetzt würde sich zum Beispiel anbieten, da den dritten drunter zu tun. So, und einen ungelösten einbauen. Jetzt haben wir alle vier Parkplätze besetzt. Jetzt müssen wir wieder die Center reparieren. Und jetzt können wir hier hinten wieder zwei gelöste verschwinden lassen, damit die beiden ungelösten wieder hier oben sind. Und wir mit denen arbeiten können. Ab sofort aber nicht mehr Freeslice, denn dann zerschießen wir uns wieder einiges.
So, hier ist rot-gelb. Da unten müsste er hin. Das heißt, ich stelle den Platz erst hier rüber, baue ihn jetzt da ein und kann dann, wenn ich das zurückmache für die Center, ist das hier auch gelöst. So, dann tun wir den da rein, denn der passt farblich direkt hier dran. Jetzt machen wir wieder dieses Kantenwenden. Und wenn ich zurückbewege, ist der auch gelöst. So, jetzt haben wir nur noch diese zwei letzten. Und wie wir jetzt schon mehrfach hatten, die zwei letzten sollten eben auf einer Ebene stehen, also die beiden grünen unten und die beiden blauen oben. Das heißt, ich baue ihn so rum ein. Und jetzt werden wir gleich in diesen OLL-Parity-Fall reinkommen. Das sehe ich jetzt schon. Denn jetzt kann ich Folgendes machen. Ich möchte ja erreichen, dass ich jetzt also hier diesen blau-gelben hinkriege. Das heißt, ich tue das jetzt hier rüber, flippe das und wenn ich es zurück tue, kommt der blau-gelbe an dieser Stelle hier rüber. Dann ist blau-gelb fertig. Aber man sieht hier schon, hier entsteht eben dieses Zickzack-Ding. So, machen wir jetzt trotzdem. So, jetzt ist das geflippt und jetzt repariere ich die Center. Die Kante ist gelöst und jetzt bleibt tatsächlich eine Kante übrig, die dieses OLL Parity hat. Das sind also in Wirklichkeit jetzt, das sieht aus, als wäre der mittlere Stein gedreht, aber ein einzelner Mittelstein kann sich gar nicht drehen. Es ist in Wirklichkeit sind diese beiden äußeren Flügel gedreht. Das heißt, wir tun ihn jetzt hier nach oben, auf die Vorderseite nach oben. Und jetzt können wir den berühmten Parity-Zug machen. Der ist ja ein bisschen länger. 5x5 Parity. Oben soll dieses stehen und da ist der Zug. So hier dieses. R2. Also folgendes, wenn ich jetzt den Würfel schon komplett gelöst hätte und hätte nur noch das Problem, dann würde ich für R2 tatsächlich immer nur diesen inneren drehen. So, also diese Bewegung machen. Wir machen jetzt in Wirklichkeit da immer RW2, weil ob diese hier sich noch tauschen, ist ja egal, die sind ja noch gar nicht gelöst. Also R2, B2, U2, L, U2, R-Strich, U2R, U2, F2, R, F2. L' B2 R2. Und damit ist dieser Parity-Fall gelöst und jetzt ist es tatsächlich nur noch ein ganz normaler 3x3. Jetzt hatte ich aber vorhin gesagt, ich möchte gerne diesen einen Fall, der hier beschrieben ist, noch erklären, wenn zwei solche Zickzack-Kanten übrig bleiben. So, und das muss ich mal eben kurz rekonstruieren und damit ihr nicht seht, was ich hier mache, stecke ich den Würfel mal eben und gucke mal, ob ich das jetzt da reinkriege. Ich glaube ja. Genau, jetzt haben wir diesen Fall. Also wir haben hier so eine Zickzackkante und hier so eine Zickzackkante. Klar, ich könnte jetzt beide auf die Oberseite bringen und beides mit diesem OLL-Parity-Fall lösen, aber es ist keine Parity, wenn es zwei sind. Das heißt, ich mache mir unnötige Arbeit, denn es geht viel schicker. So, und zwar mit folgender Überlegung. Im Prinzip, ja. Müssen ja bei beiden sozusagen müssen diese Außendinger gewendet werden. Oder man kann sich auch vorstellen, dass man den inneren dreht. Ist egal. Ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich schiebe diesen mittleren Slice hier rüber, dass diese Mitte zwischen den falschen Kanten steht. Jetzt wende ich das ganze Ding und dann kommt ja logischerweise der gewendet hier rein, passt also. Und gleichzeitig stehen die beiden äußeren aber auch gewendet. Das heißt, wenn dann der dazugehörige reinkommt, passt es auch. Also ich zeige es nochmal kurz. Das war die Ausgangssituation. Ich brauche jetzt nur den mittleren so zu verschieben. Jetzt mache ich hier den Flipping-Algorithmus. Und jetzt schiebe ich den mittleren wieder zurück. Und oh Wunder, hier passt es und hier. Also wenn wir zwei von diesen Zickzack-Linien haben, dann brauchen wir nicht da diesen Parity-Algorithmus zu nutzen, der ja ein bisschen sperrig und kompliziert ist, sondern in dem Fall geht es tatsächlich mit diesem ganz simplen Trick. Also Mitte verschieben, Flipping-Algorithmus und Mitte wieder zurück verschieben. Also E-Strich. Also jetzt haben wir es nochmal drin, also wieder zurück. Mitte verschieben, Flipping-Algorithmus und wieder Mitte zurück. E, na. E heißt diese Drehung und E-Strich heißt diese Drehung. Ja, so, jetzt ist es ein 3x3. Damit habe ich diesen Sonderfall nochmal gezeigt. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Sonderfälle, die gar nicht zur Sprache kamen.
Ich habe da nicht wirklich eine Liste von allen Fällen, die auftreten können, aber ich meine eigentlich mit, ach, ich fange wunderbar an, die einzubauen, aber ich habe mein Kreuz verstellt. Gut, fangen wir dann nochmal an mit dem 3x3-Teil. So, das weiße Kreuz muss natürlich schon richtig drunter sitzen und das war gerade nicht der Fall. So, da. Und dann haben wir hier noch zum guten Schluss den. So, jetzt habt ihr gerade schon gesehen, wir hatten oben zwei gelbe Kanten stehen. Bei dem kommt es nicht vor, dass es zu diesem gefürchteten OLL-Parity vom 4x4 kommt. Hier ist das eigentlich nicht möglich, denn ich habe ja vorher das OLL-Parity schon beseitigt, weil da sehe ich ja direkt, wenn eine Kante falsch rumsitzt, weil der mittlere Stein kann nicht falsch rumsitzen. So, dadurch brauche ich hier nicht mit OLL-Parity zu rechnen und interessanterweise auch nicht mit PLL-Parity. Ich weiß also jetzt schon bei dem, dass es ohne Parity aufgehen wird. Wenn ich also wirklich alle Kanten zusammen habe, notfalls mit diesem Parity-Zug, dann weiß ich, im 3x3-Teil erwartet mich da nichts mehr, sondern der Würfel ist gelöst. Ja, das war's, aber ich würde sagen, einen Durchgang ein bisschen flotter machen wir noch eben. Also mische ich jetzt nochmal. So, das soll genügen. Mit welcher Farbe haben wir noch nicht angefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Orange an. Denn hier haben wir gerade so eine schöne Situation. Hier haben wir zwei Kanten, also zwei Kantencenter hier stehen. Die kann ich einfach querstellen und den Mittelstein dazwischen drehen. Und schon habe ich hier meine erste Reihe für Orange. So, hier kann ich die zweite Reihe bilden, da einbauen. Und die dritte, die stehen beide links. Das heißt, ich stelle diesen am besten auch auf in die linke Reihe. Und jetzt kann ich die hier zusammenbringen und da hochdrehen. Beim ersten Center muss ich ja noch nicht öffnen, schließen machen. Da kann ich es direkt hochbringen. Jetzt halten wir das nach unten. Und ab jetzt geht das natürlich nicht mehr, weil ich hier aufpassen muss, dass ich den nicht wieder zerstöre. Habe ich jetzt, glaube ich, 10-mal gesagt. Reicht also. So, Reihe bilden. Reihe bilden. Öffnen, reindrehen, schließen. Öffnen, reindrehen, schließen. Als dritten Center nehmen wir weiß. Erste Reihe bilden. Zweite Reihe ist zufällig schon fertig. Hier können wir zwei weiße zusammenbringen. Und das ist jetzt ein klein bisschen doof. So, wenn ich die jetzt zusammenbringe, so können wir es machen. Holen wir den erstmal raus. So, jetzt haben wir den dritten Center auch fertig. Und davor den noch als vierten. Jetzt würde ich ganz gern noch eine Besonderheit zeigen. So müsste es gehen. Stimmt das? Also ich konstruiere das gerade mal ein bisschen. Das ist jetzt nicht. Öfters hat man mal die Situation, dass man hier so ein T hat. Dass also von den Centern schon drei in einer Reihe sind und einer so quer. Klar würde man das jetzt im Normalfall erstmal so stellen, aber man kann das T ganz gut so stellen. Und jetzt Folgendes machen. Man stellt einen Kantencenter hier rechts drunter. Und jetzt passiert Folgendes Wundersames. Wenn ich den hochdrehe, geht hier ja eine komplette Reihe weg nach hinten. Aber hier entsteht eine neue Reihe und die stelle ich einfach senkrecht und mache das wieder zurück. Dann habe ich direkt zwei auf einen Schlag gelöst. Das finde ich einen ganz netten Trick soweit. So, der ist oben links. Dann stellen wir diesen hier auch nach oben, damit die schon mal zusammenpassen. Und jetzt fehlt ja hier unten der. Ich hole die jetzt in einem ab. Ich stelle den hier rein. Dann bildet sich hier die Reihe und tue das zusammen nach oben. Gut, das waren die ersten vier Center. Weiß nach unten halten und jetzt kommen die ungelösten nach hier, damit wir jetzt unsere weißen Center bilden können. Hier sind schon zwei Stück sehr schön zusammen. Dann tun wir die runter. Und der dritte ist auch hier schon zu sehen gewesen. Dann bauen wir den auch ein. Damit ist der erste Kantenplatz hier besetzt.
So, da ist der blaue, den grünen sehe ich doch, da hinten ist der grüne, nehmen wir doch den grünen, da ist er. Der steht gerade falsch rum, also wenden, öffnen, zwei rum, schließen und dann einbauen. Ist der zweite auch hier noch vorhanden? Da ist er. Seite stellen, einbauen, schließen. So, jetzt haben wir hier, auf den Platz muss orange, aber natürlich steht er gerade falsch rum. Also stelle ich den erstmal hoch, drehe jetzt den freien Platz darüber und tue dann runter. Und dann können wir, ach, guck mal an, sieh mal an, hier haben wir jetzt wieder beide Orangen zusammen. Die scheinen das besonders gern zu machen. Geben wir uns ja auch die Orangen. Dann machen wir das jetzt so, dass wir die unten lassen und den drüber stellen. Und dann können wir einfach so machen, einbauen und den mittleren zuletzt reindrehen. Orange, hier ist der blaue. Und dann tun wir den da rein. Und der hier muss erst noch gewendet werden und eingebaut werden. So, jetzt haben wir das Kreuz fertig. Die beiden Center sind jetzt dran. FL. Und dann gucken, wie wir die Center repariert kriegen. Okay, es kommt wieder der Sune-Fall. Müssen wir mal angewöhnen, wie das anders geht, aber irgendwie läuft das bei mir öfters darauf hinaus. Und das L-F- nicht vergessen, damit das weiße Kreuz wieder intakt ist. Und jetzt wieder Edge Pairing mit Free Slice. Da sind schon zwei, da ist der dritte. Also stellen wir das vorwärts rein. F, R-Strich, F-Strich, R und rüberdrehen. Erstes Pärchen gefunden. Hier haben wir schon den nächsten Zweierblock. Da ist der dazugehörige. Also bauen wir es diesmal rückwärts ein. Damit kommt das Gelöste nach oben. Zack, nächstes Pärchen fertig. So, hier haben wir so ein Zickzack. Da wäre es gut, wenn der mit dem nach oben kommt. Dann kann ich den nämlich direkt rauskicken. Also so rum. Denn jetzt kann ich die zusammendrehen und jetzt flippen und direkt hier das dritte Pärchen bilden. So, wie rum baue ich das ein? Ja, genau dieselbe Situation. Hier ist so ein Zickzack. Das heißt, ich stelle den jetzt so rum rein, dann kann ich das nämlich hier wieder rauskicken, flippen und rüberstellen. So, jetzt haben wir nur noch einen Parkplatz, dann tun wir das da rein. Und jetzt müssen wir leider, obwohl das hier so aussieht, das könnte man wunderbar schon einen Cent, eine Reihe bilden, aber die kriegen wir jetzt nirgendwo geparkt. Also müssen wir erst die Center reparieren. Aber die stehen ja jetzt schon ideal. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten einfach zwei gelöste verschwinden lasse, hinten rechts und hinten links, dann habe ich zwei ungelöste oben und jetzt kann ich direkt diesen Center da einbauen. Jetzt, wo wir hinten geparkte haben, immer dran denken, am Ende die Center wieder reparieren, denn sonst zerschießen wir uns die. So, jetzt hier zum Beispiel würde ich sagen, da muss ja der orange-blaue rein. Und da oben ist er. Ich öffne also erst, dann tue ich den da rein und dann schließe ich wieder. Da haben wir den auch schon fertig. Und jetzt geht es nur noch darum, wie rum müssen wir den da links einbauen, damit die, das sind ja die letzten beiden Kanten, damit die eben nicht über Kreuz stehen, sondern nebeneinander. Das heißt, so rum einbauen. Ja, jetzt haben wir wieder diesen Fall, der hier im Block beschrieben ist, da dieses im Prinzip, nur genau auf dem Kopf stehend. Das heißt, wir haben hier einmal dieses Zickzack. Und hier einmal so ein richtiges Pärchen. Und da machen wir jetzt Folgendes. Dieser muss hier da unten hin. Das heißt, ich drehe den Platz, wo er hin soll, dahin. Flippe hier und dann drehe ich das wieder zurück und dann sind beide gelöst. Zack, das ist gelöst und das ist gelöst. Und sofort ist es wieder ein 3x3 Würfel. So, Fluduf. Na, das habe ich gerade übersehen. Ach so, okay. Und jetzt zum Schluss nochmal einen U-Perm, und zwar den U-Perm nach links. Und das war's. Das war's jetzt auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat geholfen.
Theoretisch hatte ich gehofft, wäre hier mit meiner Erklärung im Blog schon irgendwie alles verständlich, aber ich habe mir gedacht, so ein paar zusätzliche Durchgänge sind hoffentlich hilfreich. Wenn ihr irgendwelche Algorithmen nachschlagen wollt oder so, dann nehmt aber vielleicht besser die Seite im Blog. Das war jetzt nur zur Vertiefung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden netten Gebilden und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.